Meine Mutter erklärte mir, als ich noch sehr jung war, dass ich ein Sünder wäre. Dass wir alle Sünder wären. Unsere Familie sei von verfluchtem Blut und es gebe nichts, um dieses reinzuwaschen. Die einzige Möglichkeit, die Qualen der Seele zu lindern, ist die Wunde. Die Wunde war schon immer da. Ich sah Bilder von mir als Baby, auf welchen ich sie bereits hatte. Eine große, eitrige Schnittwunde oberhalb von meinem Bauch. Es ist unser Weg, Buße zu tun, erklärte Mutter immer. Wir bluten das Böse aus und reinigen unseren Geist. Meine Mutter hatte ihre Wunde am Bein, meine Schwester am unteren Teil ihres Rückens. Und als es anfing zu jucken und die Wunde langsam heilte und sich eine Kruste bildete, stand Mutter mit dem Messer bereit, um sie wieder aufzuschneiden. Ein tiefer Schnitt ins weiche Fleisch mit der Spitze des Messers hineinbohrend, bis die Wunde tief genug war, um die Seele reinzuhalten. »Wenn wir das vernachlässigen«, erzählte sie, »wird die Sünde dich ergreifen und verschlingen.« Meine Mutter ist nun tot. Herzanfall. Plötzlich und schnell. Sie starb mit offener Wunde und verließ die Welt ohne Sünde. Zumindest hätte sie daran geglaubt. Meine Schwester jedoch nicht. Sie hasste die Wunde. Sie bezeichnete das Ganze als Kindesmissbrauch, religiösen Unsinn, mit welchen unsere Mutter uns kontrollierte. Scheiß drauf, sagte sie nach dem Begräbnis. Scheiß auf alles. Meine Wunde ist fast verheilt und ich fühle mich nicht anders. Wir räumten Mutters Zimmer auf. Meine Schwester schmiss aufgebracht mit Tränen über ihrem Gesicht alle ihre alten Kleider und Schuhe aus dem Fenster. Ich sah, welchen Schmerz sie durchmachte und ich wünschte, ich hätte etwas gesagt. Sie irgendwie überzeugt. Wir brauchen das nicht, Jonna, sagte sie. Ihre blassblauen Augen in meine starrend. Wir sind nun frei. Sie machte ihren Rücken frei, um ihre Wunde zu zeigen, und ich atmete laut auf, als ich hinsah. Was ist? Stimmt etwas nicht? Deine Wunde, stotterte ich. Es ist unter deiner Haut. Das Fleisch pulsierte, und zwischen Eiter und Blut unter ihrer Haut bewegte sich etwas, beulte sich auf, zog sich zusammen, dann auseinander. Jonna, murmelte sie noch, als sich ihr Körper unnatürlich verdrehte. Ihre Knochen dabei brachen, ihre Augen platzten, ihre Zähne fielen zu Boden und das Innere ihres Körpers kam nach außen. Sie schrie und die Geräusche. Mein Gott, die Geräusche. Ich stolperte nach hinten, zog mich aus Angst und Ekel zurück, bis ich realisierte, dass meine Hand ins Leere ging und ich aus dem Fenster fiel. Ich erinnere mich nicht an den Fall. Auch nicht daran, wie ich mit meinem Nacken aufgeschlagen war. Ich erinnere mich nur an die Schreie und an die Dunkelheit. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mit meiner Schwester geschehen war. Ich weiß nur, dass ich im Krankenhausbett liege, ohne die Fähigkeit, mich zu bewegen oder zu sprechen, und dass meine Wunde zu jucken beginnt.